Top-Kulisse auf der Bielefelder Alm vor dem Abstiegskracher, dem Krisengipfel zwischen der Arminia und dem MSV Duisburg vor über 20.000 Zuschauern. Und die Bielefelder in Blau-Schwarz scheint das gleich mal voll zu motivieren. Gerade mal eine Minute gespielt, erster Angriff, Oppi. Aber Müller im MSV-Tor schon hellwach. Luis Oppi, der Außenverteidiger. Der Tabellen-16. Mit einem starken Beginn und keine 60 Sekunden später Ecke Bielefeld, hereingegeben von Lannert und dann wird's wild. Putaro, Biancardi, Klos und Schneider, aber kommen an Müller nicht vorbei. Vincent Müller mit so vielen Rettungstaten wie manchmal in einem kompletten Spiel nicht. Wahnsinn! Andere Seite, auch der Tabellen-18. Aus Duisburg will hier mitspielen. Eswein, Ginzek, Kersken hält, Engin und wieder Kersken. Auch der Bielefelder Keeper gleich unter Dauerbeschuss und auch mit zwei überragenden Reaktionen. Gut 10 Minuten gespielt. Die Gastgeber weiter im Offensivmodus. Wörl schickt Biancardi. Und auch da fehlt nicht viel. Das Team von MSV-Coach Boris Schommers übersteht mit viel Glück diese Anfangsphase ohne Gegentreffer. Knappe halbe Stunde gespielt, die Arminia mit klaren Vorteilen. Die Ecke von Oppi, Klos springt am höchsten, Müller rettet, aber Schneider steht richtig. Der Ball im Tor, 1-0 Bielefeld durch Leon Schneider, der Innenverteidiger mit seinem ersten Saisontor. Und diese Führung geht natürlich in Ordnung für die Ostwestfalen. Erst Müller wieder klasse reagiert, aber gegen das Knie von Schneider ist er machtlos. Nächste Ecke, wieder Oppi, wird verlängert und kommt zu Lannert und er zögert keine Sekunde. Und schon fliegt Torhüter Müller wieder, Vincent Müller mit der nächsten Parade nach diesem ordentlichen Fund von Christopher Lannert. Die Schlussphase der ersten Hälfte, die Arminia mit Tempo durchs Mittelfeld, Lannert in den Lauf von Klos. Und der Kapitän hat die Nerven, 2-0 Bielefeld, Fabian Klos, Saisontor Nummer 9. Für den mittlerweile 36-jährigen Stürmer, längst eine Legende in Bielefeld, mit diesem klasse Treffer nach dem perfekten Zuspiel von Lannert zum 2:0 Pausenstand. Und die Fans der Arminia entsprechend begeistert zur Pause. Erste Szene nach dem Wechsel, Ecke MSV von Eswein hereingegeben und der Ball kommt eher zufällig zu Pledel. Immerhin mal ein Lebenszeichen, aber natürlich noch lange kein Grund zur Sorge für Arminen-Coach Mitch Kniert. Danach die Partie mit deutlich weniger interessanten Strafraumszenen, weit über eine Stunde jetzt schon gespielt. Bielefeld auch nicht mehr so gut strukturiert im Offensivspiel. Die Abschlüsse, so wie hier von Korbos, eher harmlos. Noch einmal ein Freistoß für Bielefeld. Sache für Oppi. Großer, Müller pariert, aber der Ball noch heiß. Und dann fällt Lannert. Die Arminen fordern Strafstoß, aber Schiri Kampka winkt ab, lässt weiterspielen. Wir schauen noch mal hin. Erst die starke Reaktion von Müller gegen Großer und dann Lannert im freien Fall. Glatte Schwalbe, Entscheidung korrekt. Viertelstunde noch zu spielen. Hat der MSV noch die Power, das Ding hier noch zu drehen? Engin und der findet Pledel, Thomas Pledel. Erste richtig gefährliche Aktion überhaupt für die Zebras in der zweiten Hälfte. Aber die Bielefelder Fans längst in Siegeslaune. Der 5. Heimerfolg der Saison kommt näher. 6 Minuten Nachspielzeit gibt es, aber auch die plätschern dahin. Und das war's. Abpfiff in Bielefeld. Die Arminia schlägt verdientermaßen den MSV Duisburg mit 2:0.